von außen wirkt Eis normal und Eis geht sein gewohnter Gang. Von innen ist das Wort normal, versuchen wir ins Abnormal schon mal. Und ich weiß nicht, wie ich anfange mit Erklärung von meinem abstrusen Innenleben. Denn es ist nicht so simpel zu benennen wie eine Erkältung. Und letzt noch dazu meine Zunge ins Unaussprechliche verweben. Sieh es doch am besten selber, was ich wein und warum ich innerlich wein. Denn Bilder erklären es ohne ein Wort von selber. Die Realität verschwimmt. Ich kann nichts erkennen. Ich lerne diese unipräsente Verschwommenheit kennen, welche nun über meine Welt bestimmt. Verschwommen sind selbst meine Umrisse. In mir bilden sich Risse. Doch ich kann sie nicht erkennen, denn ich tue mich selber kaum kennen. Was in meinen Augen funkelt, bleibt mir zu unkenntlich verschwommen. Was in meinem Herzen ist, bleibt mir verschlossen. Was erwartet mich in dieser Welt, wo der Schein nicht zählt, wo das Sein nicht feststeht, wo keiner das Wort normal versteht? Erkennst du dort etwas? Oder fragst du dich auch, was ist was? Ich warf einen Blick in den Spiegel. Alles ist in Ordnung. Für meine Sinne ist die Verschwommenheit nicht mehr eine Bedrohung. Vorgeschoben wurde ein Riegel. Es haben sich die gewohnten Regeln durchgesetzt. Die Konturen sind klar. Nun ist alles so, wie es einst war. Zwischen alles wurde eine Grenze gesetzt. Wenn ich meinen Blick vom Spiegel abwende, kommt die Kehrtwende. Alles ist verschwommen. Die Regeln und Grenzen wurden ins Abseits verschoben. Mein Ich ist erneut verzerrt, während mein Spiegelbild sich vor Klarheit verzehrt. Unerreichbar ist die Klarheit. Warum muss ich so schmerzlich sein, diese Wahrheit? Das schneeweiße Blatt bietet mich an in der Tat. Ich hab das weiß Saat, denn es schreit nach nichts. Das Bild verschwindet ins Nichts. Es ist wieder nichts. Ich bin nicht auf der Suche nach meinem Spiegelbild, sondern nach meinem echten Abbild. Ich hoffe, ich finde es zwischen all diesen Bildern, obwohl all diese Dinge um mich herum mich anwidern. Die Klarheit hat immer auch keinen Raum und alles endet ein Traum, aber gefunden in mir habe ich einen Zufluchtsort. Von dieser Verworrenheit bin ich dort fort. In meinen Gedanken herrscht kein unaufhörliches wirres Treiben. Ja, mehr lasse ich mich dort treiben. Thank you.